Hallo, herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Ungleichungen. In der Aufgabe Erdgasanbieter geht es um einen Haushalt, der möchte seinen Energielieferanten wechseln und schwankt noch bei der Wahl zwischen dem Anbieter A und dem Anbieter B. Der Energiegehalt des verbrauchten Erdgases wird in Kilowattstunden, abgekürzt KWH, gemessen. Nun, Anbieter A verrechnet jährlich eine fixe Gebühr von 340 Euro und 2,9 Cent pro Kilowattstunde. Anbieter B verrechnet jährlich eine fixe Gebühr von 400 Euro, also ein bisschen mehr, und dafür aber nur 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Die Ungleichung 0,025 mal x plus 400 ist kleiner als 0,029 mal x plus 340, dient dem Vergleich der zu erwartenden Kosten bei den beiden Anbietern. Nun die Aufgabe. Lösen Sie die oben angeführte Ungleichung und interpretieren Sie das Ergebnis im gegebenen Kontext. Okay, schauen, ich habe die Ungleichung hier schon abgeschrieben, damit ich damit arbeiten kann. Was bedeutet diese Ungleichung? Auf der linken Seite der Ungleichung steht 0,025 mal x. 0,025, das sind die Kosten in Euro von Anbieter B pro Kilowattstunde. Also das sind hier die 0,025 Euro pro Kilowattstunde. Die Variable x in der Ungleichung bezeichnet die Anzahl der im Jahr verbrauchten Kilowattstunden. Also x beschreibt die Anzahl der jährlich verbrauchten Kilowattstunden Erdgas. Okay. Das heißt, auf der linken Seite dieser Ungleichung 0,025 mal x plus 400 stehen die Kosten, die bei Anbieter B zu erwarten sind, wenn man x Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Auf der rechten Seite steht das gleiche 0,029 mal x plus 340. Das sind also die Kosten, die bei Anbieter A zu erwarten sind, wenn man x Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Und die Kosten von Anbieter B sollten also kleiner sein als die Kosten bei Anbieter A. Lösen wir diese Ungleichung zuerst. Ungleichungen werden ähnlich gelöst wie Gleichungen. Man kann dieselben Äquivalenzumformungen durchführen. Wichtigste Ausnahme, wenn man mit einer negativen Zahl multipliziert oder durch eine negative Zahl dividiert, muss man das Ungleichheitszeichen umdrehen. Können wir ganz normal addieren und, subtrahieren. Ich subtrahiere mal auf beiden Seiten der Ungleichung 400 und außerdem subtrahiere ich auf beiden Seiten der Ungleichung minus 0,929 mal x. Bleibt auf der linken Seite 0,025 mal x minus 0,029 mal x sind minus 0,004 mal x kleiner als. Ich subtrahiere auf beiden Seiten 400, bleibt auf der rechten Seite minus 60. Dividiere dann durch minus 0,004. Achtung, minus 0,004 ist eine negative Zahl. Das heißt, ich muss jetzt das Ungleichheitszeichen umdrehen, minus 60 durch minus 0,004 ist 15.000. X ist also größer als 15.000, ist die Lösung dieser Ungleichung. Was bedeutet das? Verbraucht man mehr als 15.000 Kilowattstunden Erdgas im Jahr, sind die Kosten bei Anbieter B geringer als die Kosten bei Anbieter A. Verbraucht man weniger als diese 15.000 Kilowattstunden, sind die Kosten bei Anbieter A geringer. Ja, und somit haben wir auch diese Aufgabe gelöst.